Video wird sozusagen ein kleines Mini-Unboxing-DVD-Video. Ich habe nämlich gestern diesen Karton hier bekommen, diese mini kleine Verpackung. Ich habe die auch schon aufgemacht, weil ich gucken wollte, ob alles da ist. Und ja, und da habe ich gestern noch beim Einkaufen noch eine DVD mitgenommen. Ja, da war mein Freund jetzt nicht so begeistert von, aber ich musste die halt unbedingt haben. Ja, erstmal zu den DVDs, die ich bestellt habe. Zwei davon sind jeweils, also eine ist für meine eine Nichte und die andere DVD ist für meine andere Nichte. Und ja, und eine DVD ist für mich. Die kam auch jetzt erst vor kurzem raus. Und ja, ich zeige es euch am besten mal, bevor jetzt das Video jetzt noch länger wird. Ich tue jetzt einmal die Karton weg. Ja, und zwar habe ich erstmal für meine ganz große Nichte, die habe ich ein bisschen mit Monster High nämlich angesteckt. Die wünscht sich zum Nikolaus, also das ist jetzt für Nikolaus, die DVD Bujork von Monster High, die habe ich ja schon. Ja, die hat sie sich gewünscht und deswegen bekommt sie die auch. Und meine jüngere Nichte, die wünscht sich von Barbie den neuen Barbie-Film. Barbie und ihre Schwestern in das große Hundeabenteuer. Ich habe ihn gestern, also am Freitag, habe ich ihn auf Super RTL geguckt. Also ich fand ihn jetzt, ja, er war ganz okay. Also ich mag ja schon die Barbie-Filme, die gucke ich schon ganz gern, weil die schön gemacht sind, die meisten zumindest. Aber der ist jetzt nicht so meins. Also das stört mich auch, dass die Hunde quasseln können. Zwar hören die Mädels die Hunde nicht sprechen, aber die sprechen halt mit sozusagen miteinander unter sich. Aber ich finde, es stört total. Also ich, ja, total bescheuert irgendwie. Ja, und für mich habe ich eine ganz besondere DVD bestellt. Und zwar ist es von Ever After High die erste DVD. Und zwar sind da zwei Filme drauf. Und zwar einmal das Frühlingsfest und einmal das Thronfest. Und ja, so schaut das Cover aus. Hier mit Raven Queen und Applewhite. Das Ganze ist ab 6. Und ja, ich finde das Logo, also das Cover ganz schön. Die Rückseite schaut so aus. Bist du ein Royal oder ein Rebel? Und ja, da ist eben, wie gesagt, das Thronfest drauf und das Frühlingsfest. Und hier unten sieht man auch noch ein paar Covers. Hier Raven Queen und nee, Poppy, ist das Poppy? Ich weiß gar nicht, ich kann die zwei Zwillinge nicht auseinanderhalten. Ja, dann haben wir hier noch Cedar Wood und Briar Beauty und Lizzie Hearts und Cerise und Kitty und natürlich Applewhite. Und ja, als Extras ist noch, ja, mit über 30 Minuten Bonusmaterial. Extras sind drei Web-Episoden, und zwar einmal die Geschichte des Schicksalstags, Applewhite, die Geschichte einer Royal und Raven Queen, die Geschichte einer Rebel und Thronfestkönigin, alternatives Ende, wähle deine Königin. Also man kann auch mit dem alternativen Ende seine eigene Thronfestkönigin küren oder wählen. Und ja, gut, bei mir wird es jetzt nichts ändern. Ich würde trotzdem Raven nehmen, aber ich würde mal ausprobieren, dass ich vielleicht CA Cupid mal wähle. Also Applewhite auf keinen Fall, ich mag die nicht. Ja, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und die erste DVD von Ever After High. Also ich hätte eigentlich nie gedacht, dass von Ever After High überhaupt mal DVDs erscheinen oder überhaupt eine DVD erscheint. Aber ich hoffe da wirklich mal auf Fortsetzungen. Vielleicht sogar die Web-Episoden auf DVD oder so. Also es wäre schon ganz cool. Oder sogar der erste Ever After High-Film, das war auch mal ganz toll. Hätte ich nichts dagegen. Ja, genau, so ist schon das Cover aus. Ja, das waren die drei DVDs, die ich mir bestellt habe. Und ja, und die andere, die ich mir gestern beim Einkauf mitgenommen habe, wäre diese hier. Und zwar von den Minions. Die haben ja ihren eigenen Film ja jetzt. Und ich liebe diese gelben Teile. Ich liebe die Minions. Ich habe selber einen Plüsch-Minion auch. Und ich liebe diese gelben Teile einfach. Und ich habe den Film zusammen das erste Mal mit meinem Freund geschaut und ich habe mich schlapp gelacht. Und ja, hier, ne, sind Stuart, Kevin und Bob. Die drei Minions, die Hauptminions in dem Film. Und dann sieht man hier unten auch ein paar Minions. Ich finde das so toll.
Ja, und in dem Film, also wer den Film jetzt nicht so wirklich kennt oder noch nie davon gehört hat, also die Minions haben einen eigenen Film. Darum geht es eigentlich, wie die so entstanden sind. Also hier steht ja auch, wie alles begann. Ja, ich kann immer die Rückseite kurz, ne? Und hier auch ein paar Bilder. Ich kann mal kurz vorlesen. Die Minions gibt es schon seit Anbeginn der Zeit und sie haben immer nur ein Ziel, den Superschurken der Weltgeschichte zu diensten zu sein. Leider sind sie darin nicht besonders gut. Ihre Unglücklichkeit und Ungeschicklichkeit wird ihren Meistern immer zum Verhängnis. Als sie auch den letzten Bösewicht versehentlich ums Leben bringen, verfallen die kleinen Latzhosenträger in eine tiefe Depression. Doch drei Minions, Kevin, Stuart und Bob, nehmen all ihren Mut zusammen und begeben sich auf die Suche nach einem neuen Meister. Ihre Reise um den halben Erdball führt sie schließlich zu Scarlet Overkill, die als erste weibliche Superschurkin die Weltherrschaft an sich reißen will. Und plötzlich stehen unsere drei Helden vor ihrer bislang größten Herausforderung, der Rettung aller Minions. Minions, ja, und Bild hat noch geschrieben, die wohl gelbsten und witzigsten Schurkenhelfer aller Zeiten haben endlich ihren eigenen Film, beste Familienunterhaltung und eine rundum gelungene Animationsspaß. Ja, also mir gefällt der Film echt Hammer. Also ich habe wirklich so in der Vorgeschichte überhaupt, wieso die Minions wirklich von einem Meister von einem Schurken zum anderen immer wechseln, weil sie den danach, also davor ja immer umgebracht haben, aus Versehen. Ja, ich fand das mit Dracula am besten. Aber ich erzähle euch jetzt nichts weiter vom Film, weil schaut ihn euch mal selber an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Aber ich finde den Film einfach total toll und ich kann ihn euch nur empfehlen. Ich liebe diese Teile. Ich liebe die Minions. Die sind so genial. Ja, von der Ever After High DVD mache ich nochmal eine extra Review. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Denkt auch dran an das Weihnachtsgewinnspiel, ne? Also von mir und von den anderen, die jetzt noch mitmachen. Ihr könnt immer noch mitmachen bis zum 6. Dezember. Habt ihr noch Zeit, euer Gebasteltes oder eure Bilder oder eure Videos an die E-Mail-Adresse zu schicken. Alles, was ihr wissen müsst, steht in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne einen Kommi schreiben. Ich beantworte eure Fragen gerne, aber alles, was ihr eigentlich so wissen müsst, steht alles in der Videobeschreibung bei meinem Gewinnspiel, Weihnachtsgewinnspiel-Video. Und ja, wir würden uns freuen, wenn noch ein paar mitmachen. Und ja, aber wie gesagt, also wirklich, Leute, es geht wirklich nur in Deutschland, wenn die Leute in Deutschland sitzen. Wenn ihr irgendwie in der Schweiz oder in Österreich wohnt und ihr habt vielleicht jemanden, der in Deutschland wohnt, der kann da vielleicht für euch mitmachen. Aber wie gesagt, es geht halt wirklich wegen den Versandkosten einfach nicht. Das ist so teuer, das ist unbezahlbar. Das ist unbezahlbar für mich vor allen Dingen. Jetzt Weihnachtszeit ist eh teuer. Und ich habe ja 5 Gewinner und es ist ja dann nochmal 5-fache für mich, ne, diese Kosten dann. Und oder wenn jetzt vielleicht 3, wenn jetzt von 5 meiner Gewinner 3 davon irgendwie in der Schweiz oder in Österreich wohnen, dann ist es ja trotzdem ja, 3-mal mehr oder vielleicht keine Ahnung, wie viel ich dann mehr draufzahlen muss. Also wirklich, ich hoffe, ihr versteht, dass das wirklich nur die Leute in Deutschland mitmachen können. Denn es geht wirklich überhaupt nicht. Also, dass da andere mitmachen, weil, wie gesagt, die Versandkosten sind einfach so hoch und so viel, das kostet so viel und deswegen, ja. Aber ich hoffe natürlich, dass trotzdem noch ein paar Leutchen mitmachen. Wir würden uns freuen und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Bye, bye.